dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Winterpause AD, Rostock und Halle eröffneten das Fußballjahr 2020 und der HFC schickte direkt Neuzugang Anthony Syhre ins Rennen. Auf der anderen Seite Jens Hertel, er hat seinen Vertrag in Rostock zu Jahresbeginn verlängert und er will mit Hansa nochmal oben angreifen. Knapp 17.000 Zuschauer beim ersten Spiel des Jahres in der dritten Liga mit dabei und Rostock mit gutem Start. Opoku auf Vollmann, 10. Minute, da hätte es schon scheppern können. Corbinian Vollmann, der hat sich mehr Abschlüsse für dieses Fußballjahr vorgenommen. Richtig temporeicher Beginn des FC Hansa Rostock. 15. Minute, Breyer auf Opoku und das nicht das 1:0. Riesengelegenheit. Hansas Probleme in der Chancenverwertung schleichen sich offenbar auch ins Jahr 2020 ein. Glück für die beste Auswärtsdefe der Liga und auch Jens Hertel wusste, das hätte die Führung sein müssen. Dennoch ein starker Heimauftritt der Rostocker von Halle erst nach einer halben Stunde mal etwas Torgefahr. Guttau auf den Torjäger, auf Terence Boyd, der mit feiner Finte und gutem Abschluss, aber Kolke lenkte diesen abgefälschten Schuss in Minute 32 noch sensationell um den Pfosten. Ansonsten nichts von Thorsten Ziegners Team, der dementsprechend sauer beim Gang in die Kabine. Mehr Struktur im Hansa-Spiel, auch in Durchgang 2. Nach dem Hallenser Standard dieser Konter. Opoku, willensstark gegen Vollert und gegen Guttau. Breyer, willensstark gegen Kastenhofer und mit Übersicht und Vollmann, willensstark, rein ins Tor, 64. Minute, das 1:0 für den FC Hansa, absolut verdient. Zweites Saisontor für Corbinian Vollmann, ein Tor des Willens von allen Beteiligten. Und der HFC in der Defensive zu langsam und zu hüftsteif, nichts zu halten für Eisele. Und witzig, Vollmann, der sollte eigentlich kurz zuvor ausgewechselt werden. Und jetzt war Halle natürlich gefordert, aber sie taten sich schwer gegen eine extrem disziplinierte Hansa-Defensive. Kolke war dann auch noch da. Aber nicht nur er, Rheintaler verhinderte bei dieser Bahnflanke Schlimmeres. Den Mai wäre einkopfbereit gewesen, aber das war die einzige richtig gute Aktion von Halle in Durchgang 2. Und so jubelte am Ende euphorisch Jens Hertel. Hansa gewann verdient und Kolke erzählte, warum. Weil wir alles reingeworfen haben, gut verteidigt haben. Ja. Halle eine unheimlich bullige Mannschaft. Ja. Ich glaube, es sind am Ende nochmal 15 Flanken gefühlt reingeflogen. Ja. Aber haben wir alle gut verteidigt und deswegen haben wir verdient 0 gewonnen. Ich finde, die Mannschaft hat dann zumindest in den restlichen 30 Minuten alles gegeben, um eben noch das Tor zu erzielen. Am Ende steht eine bittere Niederlage, die hätte so nicht zustande kommen müssen. Fehlstart für den HFC, Traumstart für den FC Hansa mit einer Leistung wie gegen Halle. Können sie tatsächlich nochmal im Aufstiegskampf mitmischen. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.